So Leute, willkommen zurück zu Zelda Let's Quest für Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir gerade Rüdiger unser Rennen gewonnen und wir haben uns jetzt zur 20 Kabine, stellen wir uns ein weiteres Mal Bogen schießen, ne? Okay. Ich habe keine Zeit für Zusammenfassungen. Bam. 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 Das Erdbeben ist irgendwie nicht von Vorteil für mich. Warum treffst du auch nicht? Na, wenigstens habe ich hier unbekannte Pfeile. Okay. Wolf. Nein! Einer fehlt. Puh. Und zack, zack. Also erst der Wolf, der ist wichtiger. Okay. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen wenig rede. Ah! Wo kommt ihr her? So, komm raus da. Glauben wir denn nicht? Ja. Mann, nein! Sagen wir Fu. Nein! Nein! Ah. Warum? Das war doch eigentlich ganz gut. Dann nochmal. Yay. Halt. Graben. Ja, mich. Zahm. Okay. Wolf. Ich hab ja noch erwischt. Erst du. Erst die Raben. Zahm. Gut, dann wäre das soweit auch erstmal erledigt. So. Ich glaube, es läuft schon ein bisschen besser als davor. Und zam! So. Ah ja, die Gaben kommen von hier wieder. Schießen auf dem Emulator ist immer so eine Schwierigkeit für sich. Nein! Wolf, bleib hier! Nein! Puh! Ach, Mann! Ja. Dabei lief es gerade so verdammt gut, aber das ist halt insgesamt ein bisschen unübersichtlicher, finde ich, als der. So in der Stadt, der Schießparcours. Zam. Maschinengewehr-Style. Erwischt alle. Da unten. Nein! Nimmst du dich nicht wieder hoch. Nein! Jetzt hat wieder einer überlebt. Ah, jetzt wo schützen wir hier? So, hab ich dich auch erwischt. Nein! Wie saß der, wenn die immer verschwinden? Oh, da ist schon wieder. Raben!
Dauerfeuer! Der will mich ärgern. So. Jetzt kommt wieder der Wolf. Ich schaff's schon wieder nicht. Es sind keine Gegner mehr übrig. Scheiße! Nerv nicht, Junge. Natürlich probier's nochmal. Ich hab nämlich eigentlich noch Zeit, aber egal. Was schon die beste Eil? Ah, Mann, ich bin jetzt irgendwie vom Kommentieren gerade ein bisschen abgelenkt. Weil ich jetzt gerade hier wieder das Maschinengewehr mache. Ist weg. Ins Auge, nochmal ins Auge und nochmal ins Auge. Na, ungefähr wenigstens. Boah, gerade noch so. Also das Dauerfeuer tut's wirklich. Es hilft, sag ich mal so. Ich bin gerade ziemlich froh, dass man hier... So, sieht schon mal nicht schlecht aus. Du, bleibst stehen! So. So, das war's, glaube ich, jetzt, oder? Perfekt! Yay! Check! Also, Community Bildschirm High Five. Ja, das Perfekt-Schild ist super schön. Da. Wir bekommen jetzt noch Punkte wieder und so was. Komm schon, das muss reichen. Das muss einfach reichen. Schneller kann ich nicht mehr. Ich glaube, das reicht. 2060 Punkte. Und das kann man so lassen. Perfekt, da hast du Kleiner. Bitte. Ja! Es ging schneller, als ich dachte. Ein Herz erhalten. Ja. Da wären ein paar Erdbeben. War mir schon... Was? Da waren ein paar Erdbeben. War mir schon unheimlich. Aber ich kann... kann nicht aus dem Laden. Jopp, dann sage ich dann mal Bescheid, dass sie noch rum... Dass sie noch sitzt, damit sie dich mal besuchen kommen, ne? Ah, geschafft. Ein Glück. Dann machen wir gerade... Überlegen. Kurz zum Meer. Ging schneller, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Ging schneller, als ich dachte. Aber ich bin froh, dass es endlich fertig ist, ne? Ich glaube, das Schwierigste, das Nervigste, eins der Nervigsten noch, hebe ich mir noch bis zum Schluss auf. Ja, wieder einmal hier. Hier gibt es zwei Sachen für uns zu tun. Boah. So. Denn jetzt geht's erstmal hier schön weiter tauschen. Moment, wir müssen die Zora-Schuppen haben. Aber erstmal haben wir noch, dass wir ein bisschen schneller durch die Gegend kommen. Hey, die sind weg. Cool. Dann gehen wir so rein. Auch geil. Dachte, wir brauchen sowas schon. Was wir jetzt brauchen, ist der Corona. Da oben sieht man schon das Herz. Uiuiui. Na, stimmt. Oh, danke, dass du vorbeischaust. Oh, du kommst aus den Bergen. Und so weiter und so fort. Ja, gutes Exi, aber nur ein Zoras oder was? Ja, jetzt will er in die... Erst will er ans Meer. Jetzt will er in die Berge. Warum auch immer. Er will vom schönen Meer, wo es warm ist und wo man schön baden kann und so. Wo er schon bewässert wird durchgehend, will er in die Berge, wo es kalt ist, ne? Ciao. Warum muss man die Typen eigentlich immer beim Wegfliegen zuschauen? Das ist so derbs langweilig. Ciao, Friendo. Und wir haben alle Fließboden geschafft, wann bin ich glücklich. Und jetzt, dadurch habe ich jetzt wirklich eine große Zuversicht, dass wir es auch schaffen werden. Alles. Ich hatte da vorher noch so meine Zweifel, aber... Es hat sich alles als falsch erwiesen. Es ist alles super. Alles subi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das locker schaffen werden. Bam, balaloing, aber das Herz heilt. Hopp.
Nee. Wieder schön Hasen auf und durch die Gegend speeden. Ah, yeah. Hermine. Hermine. Hä, was? Egal. Jetzt muss ich überlegen, wo muss ich jetzt rein? Ist so ein bisschen umständlich gewesen, das Ganze hier. Geh erstmal hier rein. Das Herz war jetzt ein bisschen kompliziert. Sieht mir irgendwie... Nie. Ah, doch, warte, wir müssen da hoch. Stimmt, 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 ich erinnere mich. I remember. Was, hier geht's raus? Ah, okay. Hab ich ja nicht gewusst. Na egal. Boah, Mann, ist es hier ruhig. Ist ja schon fast unheimlich. Kannst du Zuckerschrift lesen? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Das heißt, wir dürfen jetzt hier wechseln. Falsch. Was hat denn sowas für ein Schrift, wenn man die so schon nicht lesen kann, aber was? Mikau, mein Tagebuch. Heute haben wir Jappas und ich zusammen gejammt. Er schreibt grässliche Texte, aber er ist ein hervorragender Musiker. Das habe ich gespielt. Okay. Okay, warte. Dann müssen wir aufschreiben. A. Runter. Rechts. A. Okay. Heute habe ich von Lulu irgendwas gehört. Ich glaube, es hat dir gefallen. Sie ist so ein hübsches Mädchen. Auch heute habe ich ihr mit Jappas gejammt. Immer mal sauer, weil wir selber Songs geschrieben haben. Das habe ich gespielt. Unten, rechts, links, unten. Unten, rechts, links, unten. Danke. Eva hat mich heute Morgen zu sich gerufen. Es ging um Lulu. Er war sehr aufgeregt und ich habe mich gefragt, was wohl los wäre. Yes, es sieht so aus, als wäre meine Glücksfarbe diese Woche grün. Aha. Yay, grün. Link-Style. Okay, was ist das für ein Becken? Das interessiert mich jetzt. Nix. Geil. Richtig geil. Ein Nichtsbecken, in dem man nichts tun kann. Logische Schlussfolgerung, ne? Jetzt müssen wir jammen mit dem Bassisten. Oder mit dem, wie auch immer. Ich glaube, Bassisten war es. Ja, Bassisten. Genau, ja, das hier, der Bassist. Wie es aussieht, nicht. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh Gott, ich habe so das ganz ungutes Gefühl gerade, dass wir es jetzt verhauen haben an dem Punkt. Jetzt, wo ich doch gerade dachte, ich hätte es geschafft. Wo ist der Bassist denn? Der Typ ist nicht da. Hä, wo sind die alle hin? Ich bin irritiert. Sind denn die alle? Ah, hier. Okay, was muss ich jetzt machen hier? Ja, was ist das? Hä? Ist das cool oder so weiter? Hä? Ich hab die Seile gelegt oder irgendwas. Ich bin ja so ein bisschen verwirrt. Die Proben. Oh ne, jetzt darf ich mitspielen, ne? 1, 2, 3. Ich will das Herz halt haben. Hallo. Yay, yeah, links sieht zwar cool aus, aber warum kriege ich das Herz halt nicht? Ich habe Angst, dass ich irgendwas verhauen habe. Ja, wow, ich brauche aber noch das Herzteil, ne? Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Verwirrung ist groß bei mir momentan. Oh mein Gott. Was, wenn ich mit denen so rede? Ich bin gerade zu verwirrt, um irgendwas zu sagen.
Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es gerade voll verhauen. Oh mein Gott, nein. Dabei lief es gerade so gut. Alles war so schön geplant. Hey, ich warte, Moment, lass mich mal kurz was gucken. Ich gehe mal ganz kurz in den gucken nach, was da falsch ist. Tja, Leute, da bin ich mal wieder, ne? Aufgrund von Lecks, die momentan irgendwie gerade nicht da zu scheinen sein, aber die dennoch existent sind und einem mich selbst durchgehend fragen, was hier los ist, könnte es eventuell sein, dass ich den Part einfach eher beende, weil es mir jetzt gerade ein bisschen spanisch vorkommt, könnte man sagen. Hm? Ist alles so ein bisschen seltsam. Eigentlich. Oder geht es am dritten Tag nicht? Hä? Ich raff's nicht. Eigentlich müsste das gehen. Ich will jetzt nicht noch 90 Videos anfangen. Es hat alles so schön geklappt. Das soll weiter klappen. Tschüss. Dann machen wir erstmal ein anderes Herz ja noch vorher. Was gerade geht. Ich bin jetzt nämlich gerade ein bisschen irritiert. Sag ich mal so. Ey! Minimal irritiert. Warum das nicht geht. Ihr könnt mir es ja mal in die Kommentare schreiben, was ich falsch gemacht habe. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, es kann gut sein, dass man das entweder nicht am dritten Tag machen muss oder vorher nicht Björk besiegt haben darf oder so. Ich kann ja gleich mal eine Runde rumprobieren. Hä? Warum geht das nicht? Oder vielleicht stelle ich auch nachher einfach noch. Ja, vielleicht stelle ich nachher einfach noch eine Runde rein, in der ich das dann gerade mache. Weil das ist ja eigentlich unfair. Das steht weder in dem Spieleberater, was auch ein Lösungsbuch normalerweise genannt wird. Aber egal. Noch. Oh komm, bitte nicht, nerv mich. Und noch steht das irgendwo anders. Also ich habe jetzt nirgendwo was gefunden bisher. So, das Herzteil. Okay, ich sehe dieses Challenge als, sagen wir, halb gescheitert. Es ist nur unfair gewesen, weil es nirgendwo steht. Ne? Und ich wusste es nicht. Jetzt weiß ich es. Also, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und, ja. Naja. Warum macht eine Sensora überhaupt den Salto? Das ist irgendwie cool. Naja. Wir machen noch kurz den Fanghaken, weil ich will noch schon mal auf dem Weg zum nächsten Herzteil machen da. Auch wenn ich jetzt insgesamt ziemlich irritiert bin. Hoffentlich seid ihr, also ich persönlich sehe das jetzt noch nicht so als direkt gescheitert. Es ist zwar die Challenge, es ist zwar jetzt nicht mehr so 100% wirklich geschafft, weil da was dazwischen kam, aber als gescheitert sehe ich es eigentlich nicht wirklich an. Ich hoffe ihr auch nicht. Ihr erlaubt mir, meine Ehre zu behalten in der Richtung. Das ärgert mich nämlich jetzt gerade tierisch, dass es nicht funktioniert, so wie ich will. Ich habe noch ein paar Save States von davor, da werde ich das nämlich jetzt gerade noch irgendwie reinschneiden. Also nicht wundern, wenn ich gleich nochmal da bin, mit weniger Herzen. Ne? Und, ja. Ich habe es auch anders geplant gehabt. Es sollte eigentlich alles ablaufen. Es wäre jetzt eigentlich alles kein Problem mehr gewesen, wenn jetzt das nicht dazwischen gekommen wäre. Ich bin jetzt gerade ziemlich irritiert. Oh, eine Kiste. Bam, 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 20 Rubine, yay. Okay. Entweder geht das nur vor Georg oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich probiere jetzt gleich... Oh Mann. Link, geht näher ran. Ich probiere jetzt gleich noch eine Runde rum und dann schneide ich das euch noch hinten rein, ne? Oh Mann, das wird eine lustige Schneidearbeit. Nein! Link, du bist so doof. Du bist so doof, Link. Und gleich haben wir nachts dritten Tages. Oh mein Gott. Und ein bisschen was zu tun ist schon noch. Und ich hoffe, wenigstens das geht jetzt noch. Die machen echt überall einen Salto runter, ne? Oh, scheiße. Das bringt mich gerade voll aus dem Konzept, ne? Das hat mich jetzt gerade so aus dem Konzept gebracht.
Das glaubt man gar nicht. Das ist einfach so, so eine Kleinigkeit. Passiert so ein Müll und dann ist es irgendwie alles hier so, so. Hä? Und ich werde außerdem gleich die die Hasen ausziehen, weil ich keinen Bock habe, wieder runter zu fliegen. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Sam! Ja. Alle Leute, die mein LP gesehen haben und alle, die das Spiel kennen, wissen ja, was sich jetzt da oben erwartet. Die Biber-Brüder erneut, ne? Und ich habe gar nicht auf R gedrückt, aber egal. Ja. Wir gehen jetzt natürlich so hin, dass wir nicht wieder runterspringen. Durch Zufall oder so. So. Das werde ich außerdem rausschneiden, weil wir müssen jetzt sozusagen erst. Wow. Zweimal gegen die gewinnen, wegen der Flasche sozusagen. Und dann nochmal zweimal gewinnen, wegen dem Herzteil. Also. Ihr wollt es ja nicht 50 Mal sehen, deswegen werde ich das jetzt sozusagen dann für euch rausschneiden. So. Wir ziehen uns jetzt für die Zora-Schuppen auf. Bin immer noch verwirrt wegen dem gerade eben und ich probiere jetzt gleich nochmal eine Runde rum. Also. Da kein Salto, oder? Ne? Da kein Salto. So. Der muss erstmal auf den Boden, ne? Der Boden der Tatsachen, ich bin immer noch ziemlich verwirrt. Da! Okay. Ja, Leute, also ich würde sagen, wir hören jetzt mal hier den Part zu Ende auf, ne? Und ich schneide, also, der Part ist jetzt eigentlich vorbei. Ich schneide jetzt gleich noch das mit der Band rein. Ich sehe diese Challenge nicht komplett als gescheitert. Es ist noch nicht vorbei, ne? Ich hoffe, ihr seht das genauso, weil das ist eigentlich, das war schon ziemlich unfair. Das müsst ihr zugeben. Das steht nämlich weder in dem Spieleberater, dem offiziellen von Nintendo, noch steht das irgendwo anders drin. Also, ne? Ich habe jetzt irgendwie geguckt gehabt, es steht nichts drin. Ihr könnt das von mir als gescheitert sehen. Ich sehe es jetzt noch nicht so gescheitert. Ich habe Ehre. Naja, okay. Leute, wir hören uns dann gleich, wenn ich dann das andere noch reinschreite. Bis dann. So, da bin ich wieder. Ich muss jetzt echt nochmal alles resetten, ne? Ich habe jetzt zwar noch ein Spielchen, aber ich brauche es ja später alles komplett, ne? Das ist ja mein Ziel, ne? Ihr wisst ja schon, was ich meine, ne? Natürlich leckt's erstmal wie blöd. Das ist natürlich so klar gewesen. Also warten wir. Jetzt geht's wieder. Muss ich nochmal das Hausgeschäft hier abschließen. Hab ich gemacht, soweit wir bald waren. Und sonst habe ich noch eine Fee gefangen, weil es gerade da war, ne? Also. Mit Lex zusammen machen wir jetzt weiter. Die Band Quest. Bitte. Hallo. Nein, nicht scheiß drauf, ne? Ich habe nie gesagt, ne? Ich habe gedacht, jetzt hängt es wieder Ewigkeiten und darf wieder warten, wie sonst was. Also wir lesen hier das Tagebuch, kennen wir schon. Diesmal sind die Typen wenigstens da, also. Jetzt müsste es funktionieren. Soweit. Ach ja, ich sehe die Quest nicht als gescheitert. Denn, au. Denn das ist so zeitlich bedingt war, wusste ich nicht wegen, es stand nicht im Lösungsbuch drin und es stand auch sonst nirgendwo. Zumindest habe ich nichts gefunden, was so auf irgendwie irgendein Hinweis war. Deswegen habe ich außerdem jetzt momentan einen normalen Zeitlauf, dass ich einfach wieder so rankomme wie davor, denn es wird weitergehen mit der Challenge. Es wird genau dann wieder einsetzen, wenn ich aufgehört habe. Ja, du sollst mit ihm reden. Link! Sprich! Ja, wobei, Link kann ja nicht reden. Warum redest du nicht? Ja, Schlag. Ist das ein Möbelrabatt? Ja, jetzt kann ich mit ihm reden, aber braucht man nicht hier nicht mit ihm reden? Da steht Kämpfen, okay, reden wir so mit ihm. Ah, Mikau, wo warst du? Das heißt nur noch, hey, wo ist Mikau? Das Konzert rückt immer näher. Und dann spielt unser Lieder den Unsichtbaren. Ivan hat sich in dein Zimmer verkrochen und schreibt nur noch Songs. Und zu allem Überfluss steht Lulu nur noch vor der Höhle herum und spricht kein Wort. Sie starten aus Main aus. Dann könnte man meinen, dass sie sich einfach nicht mit mir abgeben will, aber ich glaube, dass mit ihr wirklich etwas nicht stimmt. Versuchst du etwas von mir zu verbergen? Ich hab's halt wieder mit Lesen, ne? Nicht, dass du glaubst, ich stelle hier Nachforschungen an, aber sieh doch, wenn wir nicht bald mit den Proben beginnen, können wir es zur Zeit vergessen. Huch, willst du etwa mit mir jammen? Versuch diese Zeilen nachzuspielen.
Okay. Ah, nee. Ah. Falsch. Nochmal. So. Nee. Ich muss ja meine Zeilen spielen. Wow, das groovt. Man, jetzt habe ich vergessen, die Noten aufzuschreiben. Das ist schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich muss mich nur gut aufschreiben. Und das andere war so, 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 so. Okay, ich glaube, jetzt habe ich die Noten wieder. Und weiter. Das ist die Jam. 1, 2, 3, 4. Leck da 1, 2, 3, 4. Alle lauschen hier, dieser Spanner, der hier. Voll groovy, ne? Alle kommen angelaufen. Ja, siehst du noch was? Das hört sich gut an, sogar Evan sollte daran gefallen finden. Aber es ist zu stolz, er würde es nicht gut heißen, dass wir selbst etwas geschrieben haben. Das hat er noch niemandem erlaubt. Was glaubst du, sollen wir tun? Joa. Einfach mal die Persönlichkeit ändern. Das will ich mal ganz klar davon sagen. Naja, jetzt müssen wir das Ganze dem Band, die davor spielen. Und dann geht's eigentlich gleich zurück an den Punkt, in dem es davor war. Und das ist halt dann der nächste Part. Ne? Das ist ja noch der gleiche Part wie gerade eben, wie ihr wahrscheinlich seht. Ja, lass mich durch, du! Nervst! Tom! Da ist er jetzt. Wir machen jetzt ja einen auf Gangster und spielen es ihm nicht als Mikau vor, ne? Ah, ich weiß nicht, was wir tun sollen, wenn Lulu ihre Stimme nicht wiederfindet. Hey, wie bist du hier reingekommen? Leute, die nichts mit der Band zu tun haben, haben ja auch nichts verloren. Während des Karnevals der Stadt geben wir Autogramme geduldig noch so lange. Okay. Ja, ich würde dir auch gerne was vorspielen. Geht das irgendwie, oder? Ich stelle mich jetzt einfach hier hin und spiele. Also, wie war das? Nee. Oh, dieses Lied! Oh, ich muss, dass es hinkommt. Es klappt, es klappt, es klappt! Na, jetzt hat wenigstens die Quest auch funktioniert, ne? Eieiei. Nicht übel. Der Song ist ganz gut geworden. Ist mir ganz gut gelungen. Hey, das waren wir. Du hast ein Gespür für Harmonie. Wir werden dann mein neues Lied in unsere nächsten Show einbauen. Nimm das als Dank. Da ist es, was ich sehr erzähle. Du denkst doch nicht, dass ich deine Komposition stehle, oder? Nee, gar nicht. Tust nur so. Jetzt, um noch den Rest noch eine Krone auszusetzen, werden wir jetzt mal kurz Krone. Top! Verzagt! Eigentlich wollte ich ja wirklich mit einem anderen Safe State dann was machen, aber da wäre nichts draus geworden, weil wir werden hier zuschließlich endlich will ich alle 20 Herzen haben. Wie gesagt, ich sehe die Challenge als halb gescheitert, okay? Das ist so ein guter Deal, weil ich bin wegen einer Quest gescheitert, so im Großen und Ganzen. Aber ich hätte von der Zeit her alles hingekriegt. Es wäre alles aufgegangen. Deswegen versuche ich auch genau an dem Punkt wieder einzusteigen, an dem ich aufgehört habe. Werde nämlich dann am Ende des Tages sozusagen, werde dann noch bis, ja. Damn. Bis Maurice, auch gut.
werden noch bis 5 Uhr warten. Also dieser Tag dann beim Gegenboden. Und dann werde ich dann halt weitermachen erst. Tschüss. Wenn ich fahre falsch, genau. Zart! Also ich hoffe, ihr seid alle damit einverstanden, wenn ich das als halb gescheitert ansehe. Damn! Ich hoffe, das ist okay für euch alle. Jetzt ist erstmal wieder in Zeitloop. Zurück zu den Biberbrüdern! Ich hoffe, es außerdem ist es euch für euch okay, dass ich jetzt nicht bis 5 Uhr hier mit angeschalteter Kamera warte, weil das ja sicher nicht sehen, wie ich darum warte. Ihr könnt mir einfach vertrauen, ich werde um 5 Uhr anfangen. Ja. Dort. Vielleicht kann ich ja aufnehmen, sozusagen, halt ohne Kommentarspur mit so ein bisschen Musik hinterlegt, so ganz gechillt, wie ich das Ganze mache. Damit habt ihr auch einen Beweis, dass ich auch wirklich nicht schummle in der Challenge hier. Außerdem habt ihr außerdem den Beweis, dass mir immer noch diese letzten 8 Herzteile fehlen. Ne? Also, ich habe nichts gemacht, was verboten war. Ne? Ich steige genau in der Challenge wieder ein, wo ich aufgehört habe. Ich werde einfach die Versuche capturen, also aufnehmen, und werde sie dann als eine Art Outtake, so wie ich es bei einem Ocarina of Time Party schon mal gemacht habe, mit Domi zusammen, werde ich jetzt einfach als Outtakes in den unten verlinken. Wenn ihr es sehen wollt, ich weiß ja nicht. Ob es euch wirklich interessiert, dann könnt ihr, falls ihr mir nicht trauen solltet, ich hoffe natürlich, ihr vertraut mir, dann könnt ihr es euch einfach anschauen, dann seht ihr, ich habe nicht geschummelt, ich bin auf 5 Uhr wieder eingestiegen. Ich kann auch kurz auf 5 einsteigen, also es war ja ein bisschen später als 5. Naja, okay, also rein da! Wir steigen wieder, zu dem gleichen Punkt auf, an dem wir davor auch schon aufgehört haben, also rein und dann absauchen erstmal, ne? Du gehst erstmal nach unten. Link ist immer noch halb am Ertrinken. Also, und. Aber ich werde, wenn es 5 Uhr ist, wieder auf normales, auf diese verlangsamte Zeit schalten. Das war ja genauso wie davor. Also, gleich hier, wir gehen halt wieder vor. Ich will, dass die Kamera sich noch ein Stück gedreht. Wobei, so ist gut. So ist gut. Also, Leute, ich würde sagen, so, haben wir aufgehört. Wir hören uns dann im nächsten Part. Also, ich hoffe, ihr versteht, dass ich es jetzt so gemacht habe und es nicht als komplett gescheitert sehe. Das war mein Controller. Und ich werde um 5 Uhr wieder weitermachen, werde das Ganze aufnehmen. Okay? Also, sind alle zufrieden. Bis dann. Ciao.